Es geht wieder los. Kreisliga Spieltag Nummer 16 beginnt. Die Rückrunde. Endlich geht es wieder um Punkte. Warum, wundert euch nicht, warum es keine 10 zum Pokalspiel gab und auch kein Interview danach. Edmar hat krankheitsbedingt abgesagt. Darum sind wir eine Runde weiter, kampflos. Mal schauen, wer unser nächster Gegner wird. Das steht noch nicht fest, weil noch 2 Partien zu spielen sind. Wir sind mal gespannt, was da kommt. Heute habe ich zum Auftakt der Kreisliga Chris Vermeter, unsere Nummer 1, unser Top-Torhüter im Moment. Wir kommen mal so ein bisschen gleich auf deine Spielweise zu sprechen. Du bist recht klein und so, da kommen wir aber gleich mal drauf zu. Ich würde gerne mal wissen von dir, wo hast du schon mal gespielt? Du bist bestimmt ein Junge aus Hemer. Ja. Also quasi ein Urgestein, Hemeraner, der kennt vielleicht viele Vereine. Wo hast du denn schon überall gespielt? Also ich habe 95 hier angefangen tatsächlich, bei Leinekofen. Okay. Dann das auch bis zur D-Jung, glaube ich, auch durchgezogen. Dann zur neuen Sportplatzeröffnung nach Tornado Westlich bin ich dann rübergegangen. Auf den neuen Sportplatz. Den schönen neuen Kunstrasen, ja. Da auch lange gezockt, bis zur C-Jung, glaube ich. Dann bin ich zum ersten Mal nach Dreschede gewechselt. Ein bisschen Bezirksliga gespielt. Dann wieder zurückgeholt worden von Westlich, aufgrund, dass ich hochgeschrieben worden bin in den Seniorenbereich frühzeitig. Okay, okay. War Marc Heberleins quasi Background und konnte von denen so ein bisschen was mehr abgucken. Ja, und danach lange Zeit Kreisliga A gespielt mit Tornado Westlich, immer gegen den Abstieg, war ich ganz cool, hat auch ganz schön geprägt, muss ich sagen. Okay. Bin dann irgendwann wieder bin ich zum TuS Iserlohn gewechselt. Weil wir damals mit Tornado leider abgestiegen sind und ich mit TuS noch weiter A-Liga-Erfahrung sammeln konnte. Mhm. Da hat sich dann aber der Verein aufgelöst oder fusioniert, wie man da so schön sagt. Mhm. Daraufhin wurde ich wieder kurz zurückgeholt nach Dannenkofen. Hatten dann 2011 und 12 wieder ein super Jahr, sind noch von der B-Liga in die A-Liga aufgestiegen, haben im RW-Pokal ordentlich für Furore gesorgt und dann wieder zur alten Liebe Westlich zurückgekehrt, wieder versucht da was zu holen. Kleines Intermezzo wieder mit Dreschede, bis ich dann hier Bezirksliga Fußball spielen durfte. Super. Also quasi immer zwischen, also Hauptsache Dannenhofen Westlich mit Abstecher nach Iserlohn rüber. Ja, genau. Okay. Aber das ist so mein Herzensverein. Also ja, alte Liebe Westlich, aber eigentlich bin ich ein Dannenhofer. Dein Bruder spielt auch in Westlich. Alle beide. Ich habe zwei kleine Brüder und die waren auch ein Jahr hier. Also der ganz Kleine war auch ein Jahr hier in der Minikicker noch und der Mittlere hat auch bis zur F-Jugend, glaube ich, gespielt. Aber die sind schon seit über 20 Jahren jetzt Tornado-treu. Torwart ist eine ganz spezielle Position. Man musste auch speziell vom Typ her sein. War das dein eigener Wunsch oder bist du dahin geschoben worden von dem Trainer? Ja, wir haben damals hier angefangen, oben in der Grundschule in der Halle Fußballtraining zu machen. Und ich war immer zu voll zum Laufen. Ich hatte nie so wirklich Lust drauf. Und da haben sie mich ins Tor geschickt, weil ich auch eh immer zu langsam da anfangs war. Und da bin ich erstmal den Bällen hinterhergejagt, ohne die wirklich zu halten. Irgendwann hatte ich den Dreh raus und seitdem habe ich mich dafür entschieden, die Handschuhe anzuziehen. Du bist recht klein, 1,69 Meter. Ja. Wie kompensierst du die Größe des Tors mit deiner Körpergröße? Okay, am Anfang war das gar nicht so schwer, weil die Tore auch noch relativ klein waren. Da ging das noch. Ne? Dann mit zunehmendem Alter, irgendwie, ich bin immer der Kleinste auch in der Mannschaft fast immer gewesen, habe ich das mit Stellungsspiel auf jeden Fall weggemacht und so mit Anfang der Pubertät extrem an meiner Sprungkraft gearbeitet, damit ich das kompensieren kann. Und das mache ich bis heute noch. Also das sieht man bei manchen Spielen, wo du da fliegst, das ist schon also echt. Ja, hier müsst ihr fürchterlich viel in die Sprungkraft. Ich hoffe, das hält noch ein bisschen an. Okay. Ja, man wird nicht jünger, das stimmt. Ne? Lass uns mal auf dein erstes Bezirksliga-Jahr hier bei Dannenhofen kommen. Der Aufstieg und das war eigentlich eine recht gute Saison. Was hast du da an Erfahrung mitgenommen aus diesem Jahr? Also ich kam als Neuzugang in die Bezirksliga-Saison und musste mich erstmal natürlich anstellen hinter den Stammtorhüter Toto De Angelis, der total verdient war und auch eine super A-Liga-Saison gespielt hatte. Deswegen wusste ich, dass was auf mich zukommt. Ich war immer der Herausforderer. Habe aber den Kampf da angenommen und irgendwann hat sich das auch durchgesetzt, dass ich dann auch tatsächlich die Nummer 1 geworden bin. Hat auch mit was zu tun gehabt, dass Toto sich verletzt hat oder ein bisschen kürzer treten musste. Okay. Also das war so eine relativ ausgewogen. Wir haben ein super Verhältnis auch gehabt. Und dann hinterher durfte ich Teil davon sein, hier den 5. Tabellenplatz, glaube ich, in der ersten Saison hier mitzuholen. Und das Jahr war intensiv, hat mir mega viel gegeben. Super viele Eindrücke und da hat man richtig diesen Verein immer kennengelernt, diesen kleinen Dorfverein, der die Bezirksliga mal auf links gedreht hat. Ja, das ist auch von den Fans hier, glaube ich, was ganz anderes als wenn man Tornado oder Hema
Ja. Das Dorf hält jetzt noch viel mehr zusammen als auf die jeden Stadt. Fall. Besser organisiert und ja, sehr viel Support und das ist super. Dann kam das zweite Jahr, der Abstieg aus der Bezirksliga. Das war auch ein Jahr voller Enttäuschung. Wie schwer war das? Ja, das war irgendwie ein schleichender Prozess. Wir haben uns nie so wirklich gefährdet gefühlt. Wir haben dann bis zum Winter zwar nicht viele Punkte geholt, aber immer über den Strich gewesen. Dann hatten wir leider Abgänge, die da uns ziemlich tief reingerissen haben und wir konnten das nicht wirklich kompensieren. Und wenn man dann so einen Negativflow ausgesetzt ist, ist es fürchterlich schwer, da rauszukommen. Ich zu meinem Teil habe ein halbes Jahr aussetzen müssen mit Fußball, da ich eine schlimme Fingerverletzung hatte. Konnte dann eh nur passiv mitwirken und erst ab Januar dann wieder richtig. Und klar, wir haben da auch unsere Spiele noch gewonnen, aber am Ende des Tages sind wir verdient abgestiegen, meiner Meinung nach. Okay. Unglücklich, aber verdient. Dann kam irgendwann Ercan und Benny. Ja. Der Neuanfang quasi. Was machen die anders als der Trainer davor? Was machen die vielleicht was besser, aber was macht er anders? Also Benny und Ercan, die können sich super auf den Gegner vorbereiten. Die haben super viel Know-how über den Gegner, über die Schwächen, über das Mismatch quasi des Gegners. Darauf können wir uns immer gut vorbereiten. Darüber hinaus haben wir auch super Transfers hier getätigt, dass wir auch einen komplett anderen Kader auch haben. Wir haben uns ja quasi neu erfunden. Dazu kommt ja auch noch, dass das Spielniveau, also wir sind jetzt eine Klasse tiefer, ist ein bisschen einfacher für uns, das spielt uns an der Karten, aber ich glaube auch, dass Benny und Ercan auch in der Bezirksliga mit dem Know-how, was die haben und der Vorbereitung auch jeden Gegner auch taktisch an die Wand stellen können. Und für die jungen Jahre, die die beiden jetzt, also als Trainer, also relativ junge Chefcoach, machen ja super, also wirklich gut. Ich weiß, Ercan hat, glaube ich, bei Borussia Mönchengladbach hospitiert, beim Dieter Hecking damals noch. Ja. Ich glaube, das hat ihm wahrscheinlich viel gegeben. Merkt man das im Training auch? Ja. Dass er vielleicht Profi-Ansätze, aber Profi-Ansätze. Ja, doch, er bricht auf jeden Fall auch viele Sachen runter auf unser Niveau, sage ich mal. Okay. Und man merkt ganz genau, dass er einen Plan hintersteckt. Der macht nicht mal Dienstag so und Donnerstag so, sondern das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Er sieht unsere Schwachpunkte und dort baut er auf. Ja. Und das ist also, er geht auch auf einzelne Spieler super ein. Also er sieht die Stellschrauben, die man zu drehen hat und das bringt dann ungemein weiter. Aber jeden Einzelnen von uns. Auch individuell. Nicht nur taktisch komplett, sondern auch individuell. Okay. Gut, dann wollen wir mal auf die jetzige Saison kommen, 1920. Das erste Spiel in Lindringen hier 5-0 verloren. Ich hatte vor in letzter Saison, also in der Rückrunde, den Moritz hier sitzen. Ja. Er hat gesagt, wir sind gleich ins Spiel gegangen, haben gedacht, wir sind hier alle eine Klasse höher, wir schaffen das und dann haben wir das. Ist das wirklich so? Ist man mit so einem Gefühl da reingegangen? Du auch? Bist du da reingegangen? Hast gedacht, mit der Mannschaft kann uns eigentlich nichts passieren? Ja, es ist ein Trugschluss gewesen. Wir hatten eine super Vorbereitung gehabt, auch viele Gegner wieder in die Wand gespielt, auch höherklassige Gegner, wie das jetzt der Fall ist. Okay, ich kam bei diesem Spiel, das war das einzige Spiel, was ich nicht gemacht habe, kam ich jetzt gerade aus dem Urlaub raus. Ich dachte, wir schaffen das locker weg, aber wir haben uns nicht gut vorbereitet. Wir waren noch ein bisschen zu früh hier, okay, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber die Rahmenbedingungen waren nicht so super für uns. Dann haben wir den Gegner auf die leichte Schippe genommen, würde ich sagen. Und auch durch individuelle Fehler, auch Lindringen sind da, ich glaube, die haben 5 Tore gegen uns geschossen. Ich glaube, 3 habe ich gesehen und die haben wir den Spielaufbau quasi vorbereitet. Ja, und dann verlierst du auch gegen so, man hat ja gesehen, dass ein guter Gegner ist. Klar, und dann verlierst du halt gegen so einen Gegner, wenn du denen da quasi 3 auflegst. Ja, klar. Dann kannst du das nicht aufhören und dann machen wir es natürlich mannschaftsgeschlossen ziemlich gut. Ne? Also eine starke Mannschaft. Kompakt vor allem. Also das ist wirklich eine Mannschaft, die auch da oben zurecht da oben mitspielt. Ja, auf jeden Fall. War das vielleicht auch der richtige Zeitungsschuss vom Bug zu kriegen? Also dass man sagte, jetzt das war genau in dem Punkt musste jetzt diese Niederlage kommen, damit man weiß, man kann so nicht über die Saison gehen. Wäre später vielleicht schlimmer gewesen? Ja, also wir haben jetzt nicht alles schwarz gesehen nach diesem Spiel. Okay. Das ist schon mal ganz gut gewesen, haben weitergearbeitet und auch uns da nicht verrückt machen lassen. Ich glaube, der Wendepunkt war eher das Spiel HEMA 2, als wir in der letzten Minute den Sieg dann noch geholt haben. Dann eine Woche später HEMA 1 und souverän geschlagen, ein ganz anderes Spiel, viel besser gewesen. Ja. Aber da, nach diesem 2-1-Siegtreffer in der letzten Minute, hat man gesehen, dass das eine Mannschaft wird. Und das war mental war das ein super, super Zeichen. Und seitdem läuft auch sehr gut und man hat auch gemerkt, dass jeder für jeden hier einsteckt. Und das war vorher zwar auch der Fall, aber jetzt merkt man es mehr, finde ich. Das ist ganz wichtig. 14 Spiele in Serie gewonnen. 5,2 Tore pro Spiel schießen wir. Wir kriegen auch nicht ganz ein Tor pro Spiel rein. Ja. Warum ist man offensiv stark? Klar, du hast einen Militano da, du hast die von hinten kommen, die dem auflegen, ne? die ganzen Jungs, Moritz und wie sie alle heißen, Anil und
kannst du, glaube ich, alle nennen. Aber warum sind wir in der Abwehr so stark? Was macht für dich das so einfach, Torwart zu sein mit dieser Abwehr? Ja, also erstmal die individuelle Klasse, ganz klar. Wir haben auch mit super Defensivkünstler, sage ich mal, mit Franzi, Cantelli, ne, was der da mit dem Auge teilweise da schon wegmacht, oder ein Dommer Kauen, wenn der reinkommt oder von Anfang an spielt, der gewinnt, glaube ich, 90% seiner Kopfballduelle oder seiner Luftkämpfe, sage ich mal. Und wir machen es auch, er hat schon bereitet auch gut vor, auch mannschaftsgeschlossen. Also wir verteidigen tatsächlich, Salvi zwar noch nicht, aber wir verteidigen nach Salvi, verteidigen wir kollektiv. Wobei ich muss in den Schutz nehmen, jetzt in Vorbereitung hat er auch ein Spiel super mitverteidigt nach hinten, und da sieht man auch, dass auch so ein klasse Spieler auch immer noch nicht am Ende seiner Möglichkeiten ist, ja. Und er hat schon darauf hinaus ist, oder Benni auch natürlich, dass wir mannschaftlich im Kollektiv gut verteidigen, und jeder hat seine Aufgaben mittlerweile. Wir sind Eingespielter, das merkt man auch, dass wir immer besser werden von Woche zu Woche, selbstbewusster sowieso, und wir haben es begriffen, dass wir ab Spieler 10 bis von 1 bis 10 mindestens verteidigen müssen. Okay. Ne? Wenn Salvi dabei mitmacht, umso besser. Wird noch besser, ja, okay. Ja, steigt ihr auf? Ja, gut. Doch, ich bin ziemlich sicher, dass wir für dich persönlich, Bezirksliga, reicht dir das, oder ist auch mal so eine Landesliga vielleicht schon mal interessant? Ja, man kann ja mal drüber sprechen. Ne? Das natürlich. Ja. Also wenn wir das jetzt schaffen, die Bezirksliga reinzukommen, freue ich mich, das ist schon mal das Nonplusultra, Saisonziel erreicht, ne? Alles wieder gut gemacht aus der letzten Saison, das war auch, ist auch für mich immer noch wichtig, dass wir da den Leuten zeigen, dass das ein Ausrutscher war und dass wir das wieder gut gemacht haben. Ich glaube, für mich persönlich, vom Niveau her, mich ehrlich einschätzen zu wollen, aufgrund auch meiner Körpergröße, ich kann viel kompensieren, aber nicht alles, und der Bezirksliga ist es intensiv, das habe ich letztes Jahr auch mitbekommen. Ich glaube, da bin ich relativ gut aufgehoben, da kann ich noch mithalten. Ich gehe jetzt aber in ein paar Wochen mehr die 31 schon, und es kommen auch bestimmt bald auch ein paar neue, ein paar jüngere, und da ist eher mein Ziel, vielleicht denen eine Hilfestellung zu geben, das, was ich kann, vielleicht mal weiterzugeben, weiter zu vermitteln, oder vielleicht hier im Torwarttrainerbereich mal irgendwann was zu machen. Also ich würde gerne noch so lange, wie es geht, wie sich die Knochen halten, natürlich Bezirksliga spielen. Aber ich denke, das ist auch das Ende der Fahnenstange, muss ich ganz ehrlich sagen. Meiner Fahnenstange. Okay, ja, gut. Also man sollte sich auch erstmal in der Bezirksliga akklimatisieren. Genau, einfach mal stabil bleiben, einfach mal drin bleiben, 2, 3, 4, 5 Jahre. Ja, okay. Gut, Pokal ist ausgefallen, eine Runde weiter haben wir schon gesagt. Ist das gut oder fehlt da jetzt Spielpraxis? Ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich wollte am Samstag schon gerne spielen, gerade gegen Detmate, die liegen uns unheimlich gut. Die haben uns letzte Saison knapp. Der hat unseren Platz quasi eingenommen, da wollten wir sein, da hätten wir noch ein bisschen Revanche haben können. Also ich hätte gerne am Samstag gespielt, ich glaube die Jungs auch zum größten Teil. Schade, fehlt uns auch ein Vorbereitungsspiel, aber nichtsdestotrotz werden wir einfach das so mitnehmen und den nächsten Gegner dann einfach da kann. Wie siehst du die Vorbereitung? War die super? War die okay für dich? Oder, Also ich fand, die hat schon sehr früh angefangen, war ziemlich lange intensiv. Für die meisten war das sogar sehr gut, die konnten dann konditionell was aufholen. Wir sind auch als Team mit den Neuzugängen wieder zusammen, gut zusammengewachsen. Dann haben wir super Testspiele gehabt. Wir hatten zwar auch zwei Niederlagen, aber wir haben fast nur gegen höherklassige oder mindestens gleichwertige Teams gespielt und selbst einen Landesligisten in die Knie gezwungen, und das baut auch natürlich ungemein auf. Und man sieht, dass diese Erkenntnisse hier rausziehen aus diesen ganzen Spielen. Wir gewinnen die Spiele nicht nur, sondern wir sehen, was haben wir gut gemacht, was lief jetzt nicht so gut. Das sind alles so Hinterschlüsselmomente vielleicht für die Saison, gegen Lendringsen vielleicht oder gegen SG Hema, dass wir ganz genau wissen, dass wir das immer drauf haben, einen Gegner zu schlagen, egal wie hoch er spielt. Also man geht jetzt nicht in das Spiel ASSV 2 und verliert am Sonntag. Ja, das war nicht, so das war nicht der Plan. Ja, man darf es nicht unterschätzen. Erstmal erst 11 gegen 11 und das andere wird sich zeigen. Ja, Sonntag geht es dann, wie gesagt, gegen ASV Lippenharte 2. Das Hinspiel 5-1 gewonnen. Das war das erste Spiel nach Lendringsen. Das war nicht so gut, war souverän, aber vom Spielverlauf her nicht gut gemacht, würde ich jetzt mal sagen. So war mein Eindruck. Wie war da dein Eindruck? Das war mein erstes Spiel in der A-Liga, für mich auch was Besonderes. Dann habe ich, es war sehr zerfahren. Wir hatten zwar viel Ballbesitz, waren aber total ungefährlich, erste Halbzeit zumindest. Dann gehen wir in Führung. Also ihr habt 3-0 geführt, das ist das 1-0 für recht spät durch den Elfmeter von Toto, von Titanum. Sehr spät aber, wirklich. Genau, das war lange auf Messerschneide, das war meine erste Halbzeit. Ne? Und wir haben sehr fahrig gespielt. Hinten heraus machen wir relativ häufig, dass wir in den letzten 20 Minuten dann nochmal das Ergebnis in die Höhe korrigieren. Aber da hat man auch ganz genau gemerkt, da ist noch ein bisschen von letzter Woche noch was in der Schuhe. Ne? Und wir mussten uns auf jeden Fall alle finden, wir kannten uns noch zu wenig. Und jeder musste seine Rolle, seine Position erstmal finden. Und da hat uns das Programm aber auch ganz gut in die Karten gespielt. Ne? Dass nach dem Knaller Lendringsen
dann erstmal, ich will keine Aufbaugegner sagen, nein, aber ein leichteres Kaliber, genau, wo man sich dann vielleicht mal finden kann. Ne? Das ist natürlich, wenn man sieht, Lendringsen, S-Gamer, das sind so die Mitaufstiegskandidaten, wenn du natürlich am Anfang hast, ein bisschen nicht eingespielt, genau, das heißt mal, sind die natürlich einfach. Die waren ja wahrscheinlich ein Jahr länger schon zusammen oder auch zwei. Aber ja, die können sich auf jeden Fall ein bisschen länger einspielen. Also genau, ja. Da ist natürlich dann ein Vorteil. Lass uns mal den Spieltag durchgehen. Vielleicht gibst du mal so ein paar Ergebnistipps. Mal sehen, wie gute so die Gegner noch im Kopf hast. Ne? Fangen wir mal an. BSV Menden 2 gegen VTS Iserlohn. BSV Menden, immer eine Wundertüte. Man weiß nicht genau, was kommt von oben runter. Wie ist die Vorbereitung mit denen gelaufen? Ich schätze VTS stärker ein. Deswegen würde ich sagen, das wird ein Auswärtssieg. So 2-3-0 und CFO macht da ein paar Tore. Okay. SC Hennen 2 gegen Vattenspor. Hey, mal unser Nachbar. Ja, da wird unser Nachbar gewinnen. Mit 0-1, wobei Kreisliga-Ergebnis nicht 0-1 hier. Das ist selten, aber das meistens kann dann, auch schon mal passieren. Dann wird es ein 3-1, glaube okay, ich. Okay. Auch. Ja, Wattern war eine, ich fand Wattern nicht schlecht auch gegen uns. Die waren sehr, sehr unangenehm, körperlich ja, stark. Und die hatten was vorgehabt. Genau, richtig. Die wollten uns ärgern, das haben die auch sagte, gut hingekriegt. Genau, sagte auch der Ercan Ayeldiz hier in der Pressekonferenz. Sie wussten, dass sie nicht gewinnen konnten, aber sie wollten einfach lange dagegen. Genau, bleiben. Lange ärgern schon, und... Ja, und körperlich hatten die es drauf, fand ich. Das und in den Spielen haben wir es aber wieder nicht hingekriegt, dass wir ein Ergebnis mal mit 2-0 dann einfach mal halten, mal auf Ballbesitz ja, oder so, weil wir wollten immer das Heil der Flucht nach vorne suchen. Ja. Und, ja, und dann haben wir den Gegner eingeladen, obwohl der schwächer war als wir. Das war, sowas müssen wir auch lernen, ne? Das ist auch wichtig. HEMA 2 gegen Özbahn. Also mein Eindruck, HEMA 2 hat viele Spiele knapp und echt blöd ja, verloren. Haben sie jetzt auch gut verstärkt, habe ja, ich gehört. Okay, das habe ich noch nicht gehört. Gut, ja, du bist dann, ihr seid natürlich dann mehr dran. Toto Gancho okay, spielt da jetzt okay, deswegen okay, wird's ja, also wird HEMA auch keins kriegen, glaube ich. Mhm. Dann gewinnen sie 2-0. Okay, wäre der erste Sieg für HEMA da. Ja, also ich, okay, ich glaube, die haben zwar sehr, sehr okay, schwer, aber die sind noch nicht ganz am Ende. Nein, okay, das also war ja, wie gesagt, sie haben auch alle Spiele sehr knapp, und also viele ja, Spiele sehr knapp und ist ja auch hier, wenn 96 Minuten 2-1 machst, kann man nicht von einem souveränen Spiel von Daniel sprechen. Also ja, eher eine Kampfkraft von HEMA da. Am Ende des Tages stört das aber keiner. Ja, genau, so ja, das ist mir schon klar, genau. Ärgerlich für HEMA. Also, das, natürlich. Ja. Das ist das halt, wo dir dann die Punkte fehlen. Na, ja. Platte Heide gegen Nachod. Ach, Nachod, die waren ganz unten, glaube ich. Ne? Ja, Platte Heide haben eigentlich einen starken Kader. Da würde ich auch, das wird ein 4-5-0. Ja, also ich habe Platte Heide letzte Woche in Olympos gepfiffen, das war schon eine starke Stärke. Ja, die sind, ja, ja, ist nicht schlecht. Okay, Simmern Ärgste, Ärgste auch so ein ekliger Gegner. Ja, stimmt. Simmern mit Potti. Ja, die verliert trotzdem. Also ich sage, Ärgste okay, gewinnt das auch 1-2. Okay. Best von den Lendringen, da ist der Mitfavorit auf ja, den Aufstieg. Da hoffen wir mal, dass Best wieder seine Zeit erwischt. Ja, und einfach, dem man irgendwie einen Unentschieden abverlangt. Aber Lendringen hat auch schlechte Vorbereitung. Also, was hat schlechte Vorbereitung? Sie haben nicht was bedeutet Lendringen? Lendringen sind nicht vernünftig vorbereitet. Also, sie haben viele Spiele verloren. Ah, guck, dann machen wir jetzt ein 2-2 ja, aus. Okay. Okay. Also, es war nicht, wir hatten nachguckt, die Ergebnisse waren also nicht so, okay, so besonders. SG HEMA gegen Iserlohner Turnerschaft. Da habt ihr 12-0 gewonnen. Ja, okay, das war eindeutig. Da sah ich auch 6-0, ja. Also, HEMA ist, glaube ich, auch dazu stark. Ja, auf jeden Fall. Mit der ist es, glaube ich, so ein Sonderjahr für die Kreisliga A, aber ich glaube nicht, dass die... Dass sie lange da unten bleiben. Junge ja, Truppe auch, ne? Und dann kommen wir, unsere gegen die Zweite. Also ja, ich hoffe mal auf ein 2-0-Spiel. Und dass wir das auch so wie beim Hinspiel, so 4-5-0 dafür okay, uns entscheiden werden. Also okay, typisches Kreisliga A-Ergebnis dann hoffentlich. Schraubt Salvatore sein Konto noch hoch? Ja, doch. Oh, ja, noch mehr. Ich glaube, der schafft über die 50. Okay. Also okay, Nein, ja, er möchte ja die Torjägerkanone holen. Es gibt ja von DFB und Fußball.de ausgelobt für jede Liga. Bis ja, 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 die Torjägerkanone, da ist er mit oben, muss aber noch ein paar schießen. Ja, da war es ärgerlich, dass eine Mannschaft abgesagt hat. Dass nicht gewertet worden ist. Genau. Ja, genau. Dass das Spiel, das abgebrochen worden ist. Genau, richtig. Aber hinter der Danikofen ja, oben steht, ist ihm, glaube ich, die Torjägerkanone dann zweitrangig. Okay. Also auch auf jeden ja, Fall ein Typ der Mannschaft. Ja, auf jeden Fall. Also wir leben unheimlich von Salvi, aber Salvi auch unheimlich von ja, uns. Ne? Also, was wir denn schon alles auflegen. Ja. Also, ich hätte auch 2-3 Türchen geschossen an Salvi. Okay. Okay. Aber er ja, hat natürlich eine Mordsklasse. Er hat schon toll, sicher. Wahnsinn. Also. Gut, das war's schon. Danke für das Interview hier beim Heimspieltag. Dann wollen wir hoffen, dass du am Sonntag die Sachen sauber hältst im Kasten. Mit deiner Abwehr vorne natürlich, die wichtig ist, die du brauchst dafür. Und dass wir ein paar Paraden wieder fahren, dass man was zusammenschneiden kann, vielleicht auch was. Dankeschön, Chris. Ja, und wir haben noch was vorbereitet. Wir wollen demnächst mit Chris mal so ein bisschen privater werden noch. Wir wollen dann noch mal so ein bisschen in der Kindheit rumstöbern, so seine privaten Sachen auch mal beobachten, mal gucken, was wir da so finden. Da haben wir so was ausgeräumt. Das brauchen wir jetzt ein bisschen, müssen einen Termin finden. Ja. Aber das wird bestimmt auch ganz lustig. Kriegen wir ihn. Danke, Chris. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Mach's gut. Ciao.